Ich bin Mirko Bartelt, ich bin 33. Ich lebe seit jetzt fast schon 7 Jahren in Zürich. Und ich bin Bauingenieur. Und ja, ich habe eine Freundin seit 3 Jahren jetzt knapp. Und bei uns war es so, wir wollten mal versuchen, ein Kind zu bekommen. Und wir haben es versucht, so etwa 8 Monate. Und es ist einfach nicht passiert. Und ja, dann haben wir gefunden, ja, ich glaube, wir müssen mal einen Check-up machen. Also wir zwei. Und wir sind einfach daher gekommen. Wir haben es geschildert, was ein Anliegen ist. Oder? Und dann haben wir gesagt, oh, ja, wir machen am Anfang ein Spermiogramm, um zu schauen, was los ist und ob alles okay ist. Und dann haben wir das eigentlich mal gemacht. Und danach ist eigentlich dann zu der Besprechung gekommen. Und bei mir war es jetzt leider so, es ist rausgekommen, es hat keine Spermien. Und ja, das war natürlich am Anfang sehr ernüchternd. Also, ja, man ist natürlich schon. Man weiß es ja vorher nicht, man denkt, eigentlich ist alles gut und ich habe sonst nichts gehabt. Und man denkt dann, ja, es gibt eigentlich fast keine Möglichkeiten mehr oder so. Und, aber es war dann schon so, eben der Dr. Zimmermann hat dann auch erzählt, dass das alles Mögliche kann sein, dass es einfach sein kann. Es hat eine Produktion und es geht nicht weiter zum Beispiel, das kann alles sein. Er hat uns eigentlich gut aufgeklärt, was man noch könnte machen, wie eigentlich die Chancen sind. Aber er hat es noch gut gemacht, er hat die Erwartung nicht zu hoch und nicht zu niedrig gehalten, sondern einfach ein bisschen sachlich erzählt, okay, wo steht man. Und dann hat er uns empfohlen, eine These zu machen, wo man im Prinzip dann direkt aus dem Hoden wird, wenn es dann hat, Spermien entnehmen, oder könnte man eigentlich so eine künstliche Befruchtung machen. Das haben wir auch gemacht. Und es war glücklicherweise dann so, dass es welche hat. Und dann hat man sie können entnehmen. Ja, also eben, also wir sind eigentlich jetzt sehr gute Dinge, weil wir haben jetzt den ganzen Prozess durchgemacht. Ich finde einfach, man sollte sich da wirklich nicht genieren. Man muss damit umgehen, erwachsen. Irgendwie und sich dem Thema stellen, auch wenn man so etwas hat. Der Körper ist, wie er ist. Und schlussendlich ist es auch bei mir zum Beispiel ist es so gewesen. Also es hat ja eine Lösung gehabt. Also es gibt ja jetzt Varianten und wir sind noch dabei. Und wenn man das wirklich will, dann ist es für mich ganz ein ganz normaler Gang.